dem Spiel letzte Woche natürlich sehr, sehr gut. Wir haben uns vorgenommen, gut reinzukommen in das Spiel. Haben wir auch dementsprechend gut gemacht, hatten viele Standards die ersten 20 Minuten, sieben Ecken glaube ich sogar. Und da muss eigentlich schon das 1-0 stehen. Da haben wir ein bisschen uns fallen lassen und hatten auch Glück. Ottaring hatte dann eine dicke Chance gehabt, muss man auch mal haben, das Glück. Ja, so kommen wir in der Halbzeit wieder raus und geben Vollgas, machen es 1-0 durch Toni, macht dann natürlich überragend. Ich glaube, nach dem 1-0 hat Haching noch eine Riesenchance aufs 1-1. Obi hält ihn überragend und dann haben wir ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Ja gut, wenn man unterm Strich 4-0 gewinnt, sind natürlich alle gut gelaunt, das ist klar. Andererseits werden wir dieses Spiel genauso analysieren wie das Wiesbaden-Spiel, weil auch in dem Spiel heute war auch nicht alles perfekt. Es gab in der ersten Halbzeit schon ein, zwei Situationen, wo wir auch in Rückstand geraten können. deswegen wissen wir das auch gut einzuschätzen jetzt. Quatsch nicht so viel. Ich habe es den Jungs auch nach dem 2-0 nochmal gesagt, wo dann vielleicht klar war, das Spiel geht jetzt auf Richtung Sieg. Dass man vielleicht dann auch, wenn Haching jetzt nicht mehr den Elan hat, da zurückzukommen, vielleicht das ein oder andere Tor noch fürs Torverhältnis machen kann. Ja, Hauptsache der Schalke hat zweimal getroffen, das ist das Wichtigste. Nee, natürlich, wir wollen gewinnen und das ist natürlich ganz egal, wer die Tore macht. Die alte Leier, ne? Ja, zum ersten Mal, glaube ich, seit langem habe ich den Ball auch mal wieder ganz gut getroffen. Der Torwart hält ihn, glaube ich, auch ganz gut. Ich hatte ein bisschen Raum vor mir. Ja, schade. Dafür hat er mein Kollege Damian Rossbach noch getroffen. Ne? Glückwunsch natürlich an ihn, aber der soll aufpassen, dass ich jetzt nicht auch noch irgendwann mal treffe.